Hallo, Rotweinkoteletts, die gibt es heute. Eigentlich sind die Koteletts schnell gemacht. Zuerst werden die Koteletts mariniert. Dazu gibt man Rotwein in eine passende Schüssel. Dazu dann Olivenöl. Die Gewürze. Und zu guter Letzt die Zwiebel. Wer mag, kann auch noch gepressten Knoblauch dazugeben. Ja, und dann gibt man die Koteletts dazu. Das Ganze sollte am besten über Nacht abgedeckt im Kühlschrank gut durchziehen. Die Koteletts lässt man dann gut abtropfen und gart sie dann entweder in einer Pfanne oder wie hier auf einem Grill. Ich könnte den Grill auch schließen und die Koteletts typisch Kontaktgrill üblich garen, aber ich mache das so, weil ich erstens die obere Platte gleich noch brauche und zweitens Koteletts sind nicht immer so gleichmäßig, da geht das so besser. Wie lange sollen Sie jetzt grillen? Man geht erstmal von 5 Minuten pro Seite aus. Das liegt aber natürlich auch am Fleisch und am persönlichen Geschmack, wie lange man da braucht. Nur durchgegart sollten Sie schon sein. So, auf der oberen Platte brate ich jetzt noch kurz eine Zwiebel-Schinken-Würfelmischung in Butterschmalz an, denn zu den Koteletts gibt es Kartoffelpüree und dafür ist die Mischung gedacht. Man kann auch die Rotweinmarinade, in der die Koteletts eingelegt waren, durchsieben und auf 200 ml einkochen, abschmecken und dann als Soße verwenden. Nur Kartoffelpüree mag ich nur so, egal ob jetzt hier die Koteletts oder Fischstäbchen oder Rinderleber. Ich mache das immer so in der Art. So eine normale Soße, egal welche, zu Kartoffelpüree, da wird mir alles zu matschig. Ich verwende hier übrigens einen Grill von DeLonghi. Wenn ich mal Zeit und Lust dazu habe, mache ich darüber auch mal ein Video. Wer da Interesse dran hat, einfach mal DeLonghi Multigrill bei Google eingeben. Findet ihr schon.
So, sieht am Ende fertig aus. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Ich sag da mal bis dann, ne? Tschüss!